Hallo zusammen. Ja, dieses 13. Adventstürchen möchte ich heute dem Thema Leiden, Schmerzen und Verletzungen widmen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele hier in der Gruppe sind, weil sie vor allem auf Dr. Joe Dispenza gestoßen sind, auf der Suche nach einer Lösung für eine Krankheit, für Schmerzen oder für Leiden. Und ja, was gibt's dazu zu sagen? Gesundheit, also ein Seinszustand, ein ganzer, kompletter, perfekter, wunderbarer, schöner Seinszustand, ohne Schmerzen, ohne Leiden, ohne Verletzungen. Das ist das, was wir uns wünschen. Denn wenn das alles gegeben ist, wenn wir also keine Schmerzen mehr haben, keine Verletzungen mehr haben, nicht mehr leiden müssen, dann sind wir der Meinung, dass wir uns wohlfühlen. Dass wir in einem absoluten Zustand des kompletten Wohlfühlens sind. Und das ist klar. Niemand möchte leiden, niemand möchte Schmerzen haben. Und niemand möchte verletzt sein, oder? Dieses Wort verletzt sein, das ist ja eigentlich etwas, was zusammen ist, hängt mit vielen Sachen. Einmal mit einem Unfall. Hast du dich verletzt? Ja? Hast du eine Verletzung, wenn du irgendwie nicht richtig gehst oder wenn du einen Verband an dem Arm hast oder so, dann kommt gleich die Frage, bist du verletzt? Ja? Und solche Verletzungen gibt es natürlich auch auf emotionaler Ebene. Man hat uns verletzt, du hast mich verletzt, du hast mir wehgetan. Das, was du gesagt hast, hat mir wehgetan, dein Verhalten hat mich verletzt. Und so sind wir aufgezogen worden. So ist natürlich auch unsere Ansicht vom Leben, dass wir uns schützen müssen vor Verletzungen. Dass wir nicht zulassen dürfen, dass wir verletzt werden, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht verletzen oder dass wir nicht verletzt werden. Und wenn wir dann doch verletzt worden sind, dann tut's weh und irgendwann mal heilt. Und dann kommt das Nächste und vielleicht geht's in die gleiche Wunde, vielleicht geht's in die gleiche Verletzung, vielleicht geht's in die gleiche Richtung und wir fühlen uns wieder verletzt. Und all diese Verletzungen und all diese Schmerzen und all dieses Bewusstsein, irgendwie vielleicht ausgeliefert zu sein, sich schützen zu müssen, nicht geschützt zu werden, nicht gesehen zu werden, nicht dazu, dass niemand da ist für uns. Mit diesem Riesengefühl laufen wir Jahrzehnte lang durchs Leben. Und wir öffnen uns nicht, wir schützen unser Herz, weil wenn uns einer verletzt hat, dann ist er auch nicht mehr liebenswert, nicht mehr liebenswürdig, der darf nicht geliebt werden von uns. Das ist ja so eine schöne Regel. Wir ziehen uns zurück, wir distanzieren uns und wir merken nicht, wie wir uns durch diese Vorstellungen, die wir ja beigebracht haben, die ja in unserem Kollektiv ja so präsent sind, durch diese Vorstellungen, bauen wir uns einen Käfig. Wir sitzen in einem Käfig, wir schützen uns, wir schauen zu, dass wir nicht mehr verletzt werden und hoffen, dass unsere Verletzungen heilen und dass sie irgendwann mal nicht mehr so wehtun. Und Verletzungen sind ja auch Enttäuschungen. Andere Menschen haben uns enttäuscht, das Leben hat uns enttäuscht. Es sind uns Dinge zugefügt worden und all diese Sachen bringen ein riesengroßes Leiden. Und so ist unser kollektives Bewusstsein mit Leid gefüllt. Leid und vielleicht ein bisschen Freude, aber dann doch mehr Leid und doch mehr Leiden. Und wir leiden unter der Politik und wir leiden unter anderen Menschen. Wir leiden unter Vorstellungen anderer. Wir leiden unter allen möglichen Dingen, aber wir leiden. Was ist, wenn wir nicht mehr leiden? Hast du ein Konzept von dir,
eine Version von dir, die aus allem Leiden hervorgegangen ist, herausgetreten ist, alles Leiden, alle Verletzungen, die du jemals gemerkt, gesehen, gespürt hast, mit deinen fünf Sinnen, wie auch immer. Hast du ein Konzept von dieser Version von dir, die dieses Leiden komplett abgelegt hat? Hast du dir mal die Zeit genommen, um zu schauen, wer du wirklich bist? Wenn du all diese Dinge und all diese Erfahrungen, all diese Erinnerungen, all diese Wahrnehmungen, all diese Beurteilungen, all diese Einordnungen, all das, was du in deinem Körper irgendwann mal gespürt hast, weil diese Sachen, die kommen natürlich irgendwann mal in deinen Körper rein, wenn sie lang genug gefüttert werden in dein Bewusstsein, dann kommt es in deinen Körper und dein Körper widerspiegelt dein emotionales Bewusstsein, deinen emotionalen Seinszustand, den du ganz, ganz viele Jahre hattest, den spiegelt dein Körper. Und dann ist es doch logisch und klar, dass wir krank werden, dass wir chronische Schmerzen haben, dass wir uns verletzen, dass unser Körper verletzt wird, dass er sich verletzt fühlt. All diese Vorstellungen, die zeigt nur uns unser Körper. Und wenn du das mal weißt, dann sagst du, ja klar, die hat recht, weiß ich, ist so. Aber was machst du damit? Was machst du mit diesem Wissen? Was machst du damit, wenn du trotzdem noch merkst, du hast Schmerzen? Wenn du trotzdem noch merkst, du bist jemand, der verletzt worden ist. Du bist jemand, der wehgetan worden ist. Du bist jemand, der nicht gesehen worden ist. Du bist jemand, der nicht gesehen wird. Du bist jemand, der nicht erfolgreich ist. Du bist jemand, der sich nach der Decke strecken muss. Und du bist absolut fremdbestimmt. Und du bist durch deinen Körper auch fremdbestimmt. Weil wenn dein Körper sich nicht so bewegen mag oder kann, wie er sollte, dann bist du fremdbestimmt. Dann bist du durch deinen Körper fremdbestimmt. Du würdest ja so gerne, du könntest aber nicht und so weiter und so fort. Und keiner ist da und niemand hilft dir und es gibt keinen guten Arzt und es gibt keine gute Therapie. Und dann sitzt du da in dem Mangel. Und du würdest ja so gerne in der Fülle sein, aber weil ja da so viel Mangel ist, kannst du nicht in der Fülle sein. Und so können wir nicht mehr weitermachen. Und so ist es auch nicht die Meinung der Energie, die uns jetzt zur Verfügung steht im Kollektiv, dass wir weiter auf dieser Ebene weitermachen und weiter funktionieren und weiter leiden. Das ist für niemanden von uns eigentlich die Wahrheit. Und wenn du dir vorstellst, dass du tatsächlich hier auf dieser Welt bist, nicht um zu leiden, sondern um zu lieben. Und was ist Liebe? Ja, ich brauche jemanden, um zu lieben. Nein, du brauchst überhaupt niemanden da draußen, um zu lieben. Sondern du musst erkennen, dass Liebe eine Energie ist. Und dass Liebe eine hochschwingende Energie ist, eine verbindende Energie, die hat aber nichts damit zu tun, ein Mensch oder ein Tier oder eine Sache an sich zu lieben, sondern sie hat damit zu tun, diese Energie der Liebe hat damit zu tun, dass du erkennst, dass das Leiden nicht dein wahrer Seinszustand ist und dass dieses Leiden, das du vielleicht bis zum heutigen Tag, bis zum jetzigen Moment in deinem Leben erfahren hast, ein freiwilliges Leiden ist. Jetzt sagst du vielleicht, oh, aber ich kann doch nichts dafür und ich habe mich doch immer bemüht und dann ist halt das und das passiert und dann habe ich halt keine anderen Auswege für. Das ist alles okay. Das ist alles okay und es wird alles angenommen und dafür gibt es alles einen Raum. Nur für dich ist es jetzt an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, bin ich ein ausgelieferter Mensch, der diesen Rattenschwanz des ewigen Leidens, des vergangenen Leidens in die Zukunft trägt? Oder entscheide ich mich jetzt dafür, dass ich jemand anders bin, dass ich in einer anderen Realität leben darf, dass ich andere Dinge denken darf, dass ich mir andere Sachen vorstellen kann, dass ich einfach das bin, was ich sein möchte. Und dass ich komplett alles Leiden, allen Schmerz und
alle Verletzungen abgebe. Einfach abgebe. Du musst nicht verzeihen, du musst nicht vergeben, du musst nicht vergessen, sondern du musst einfach nur entscheiden. Entscheiden, dass du eine neue Version von dir in die Zukunft trägst, und zwar eine Version, die frei ist von jeglichem Leiden, von jeglichem Schmerz, von jeglichem Drama, von jeglichem Gefühl des Ausgeliefertseins, und eine Version von dir kreierst und dir die Zeit nimmst und herausfindest, was du wirklich bist, wenn du nicht diese körperliche Form hast, sondern wenn du diese energetische Form hast, dass du dann erkennst, dass wenn du in deine energetische Lichtgestalt hineingehst und all das hinter dir lässt, was Leiden war, was vergangen war, was lehrreich war, aber jetzt einfach diese Entscheidung triffst und sagst, ich bin frei. Ich bin frei zu entscheiden. Ich bin frei von allem Leiden. Ich bin frei von allen Verletzungen. Ich bin frei von allen Vorstellungen, die mir irgendwann mal eingetrichtert haben, dass ich nicht frei über mich entscheide und dass es nicht in Ordnung ist, frei zu sein, glücklich zu sein, weil andere ja noch so viel leiden. Weil da ja so viel Leiden war, weil da ja so viel Elend war, weil da so viel ausgeliefert ist auch immer noch auf unserer Welt. Aber ist es denn wirklich so? Und wenn du ein bisschen dir Gedanken machst, dann ist es nicht so. Dann ist da nur irgendeine Angst, irgendeine Vorstellung, irgendein Paradigma, das dir eben solche Sachen erklärt. Und klar, wenn du ins Außen schaust und dich im Außen reflektierst, dann haben all diese Vorstellungen, die du immer hattest, natürlich eine Begründung. Aber dich zu befreien, wirklich zu befreien und zu sagen, wer will ich denn sein? Wie will ich mich denn fühlen? Was will ich denn für ein Leben führen? Dann musst du bereit sein, all das hinter dir zu lassen, was irgendwann mal Leiden, Schmerz oder Verletzung bedeutet hat. Einfach hinter dir zu lassen. Und wenn es hochkommt, dann spürst du es, dann fühlst du es, aber dann weißt du, dass es nichts mit dir, mit deiner wahren Version deiner selbst zu tun hat. Du musst es nicht ablehnen, du musst es nicht verdrängen, du musst es nicht verteufeln, du musst es nicht beurteilen, sondern du sagst einfach, ja, das gibt's, das ist da, ich bin Raum dafür, ich kann Raum für jede Verzweiflung, für jedes Leiden sein, für jeden Schmerz kann ich Raum sein, aber nur der Raum. Und wenn ihr euch auskennt mit diesen Meditationen von Dr. Joe Dispenza, dann führt er dich genau dorthin, wo du merkst, dass du einfach nur der Raum bist. Und zwar der Raum für alles. Der Raum für alles, was da sein darf, dem kannst du Raum geben. Aber du bist frei zu entscheiden, was für eine Identität du annehmen willst. Und du bist frei zu entscheiden, dass du sagst, egal was für eine Identität in irgendwelchen Köpfen der Menschen über mich existiert, ich entscheide über meine Identität. Denn dieses ganze Elend hat ja schon ganz lange zuvor angefangen, als du von deinen Eltern mit einer Identität versehen wurdest. Nicht nur mit einem Namen, sondern mit einer Vorstellung davon, wie du als Kind deiner Eltern denkst, fühlst und handeln solltest. Und natürlich hast du das alles angenommen und aufgenommen, weil du nicht besser wusstest. Aber weil du jetzt hier auch in dieser Gruppe bist und weil du jetzt hier bist und mir zuhörst, geht es tatsächlich darum, dass du diese rigorose Entscheidung triffst, als welche Version deiner selbst du in die Zukunft laufen möchtest
und als welche Version deiner selbst du jeden Moment dich erfahren möchtest. Und hier ein Konzept für dich zu kreieren und zu sagen, das will ich, das bin ich, so denke und fühle und handle ich. Einfach nur aus mir heraus. Und so sehe ich die Welt, so sehe ich die anderen Menschen, so sehe ich meine Zukunft und so gehe ich mit meinen Gedanken um, so gehe ich auch mit einem Schmerz um, den ich mal spüre. Das musst du dir alles gut überlegen, damit du nicht unter die Räder kommst des Gelernten in der Vergangenheit. Dass du dir diese Befähigung, diese Erlaubnis gibst, einfach zu entscheiden. Jetzt zu entscheiden, ohne eine einzige Bedingung haben zu müssen, wie diese Version deiner selbst sich fühlen möchte jeden Moment. Und wenn da eine Erinnerung oder ein Gefühl oder etwas kommt, was sich eben nicht so gut anfühlt, darf das da sein. Aber du entscheidest, ob dieses Gefühl, diese Erinnerung, dieser Schmerz deine Identität beschreibt oder eben auch nicht. Und es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen, dass wir dieses große Bild verstehen von dem, was wir wirklich sind, wer wir wirklich sind. Und wenn wir dieses große Bild verstehen und wissen, was wir einen Einfluss haben als Schöpfer, als Gestalter, als Kreator, als Erschaffer, dann ist es sowas von einfach zu wissen, dass die logische Konsequenz ein gesunder Körper ist. Und dann ist es sowas von einfach zu wissen, dass diese logische Konsequenz ein Leben in Fülle ist, in Freiheit, in freier Entscheidung. Und das Geld als Bedingung dafür, was wir machen können, was wir fühlen dürfen, worüber wir uns freuen dürfen, über was für eine Zukunft, über was für Vorstellungen über uns in der Zukunft wir uns freuen dürfen, keine Macht haben darf als Bedingung, dann ist es sowas von klar, dass es nur darum geht, dass wir uns wohlfühlen. Und dann zu wissen, was brauche ich zum Wohlfühlen und zu wissen, es ist da, das ist da, ah, das hätte ich gern zum Wohlfühlen, das hätte ich gern zum Wohlfühlen, das hätte ich gern zum Wohlfühlen. Vielen Dank, liebes Leben. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis, die du haben musst, wo du dein Weltbild für dich kreieren musst, weil solange du noch irgendeine leidende Identität hast, irgendeine kranke Identität hast, dann ist es eine eingeschränkte Identität, dann ist es eine niederschwingende Identität, in der du unfrei bist. Und diese ganzen Geschichten in deinen Verstand reinzubringen, diesen Verstand mit Information, mit Wissen zu versorgen, mit neuen Perspektiven, mit neuen Ansichten, das ist deine Aufgabe. Und da musst du dir Platz schaffen. Diese Aufgabe musst du eine Wertigkeit geben, dass du dich komplett öffnen kannst in deiner eigenen Freiheit, in deiner eigenen Identität. Und solange du noch Dinge hast, wie irgendein Job oder irgendeine Familie, die scheinbar oder der Job oder die Familie oder was auch immer du im Außen erkennen könntest für dich, der dir diesen Raum nicht gibt, dann ist es eine Illusion. Weil es bist nur du selber, die Person, die es nicht als wertig empfindet und sich diesen Raum nicht als oberste Priorität geben möchte und nicht als oberste Priorität erkennt, dass sie eine Persönlichkeit, eine Identität des Wohlbefindens und des Wohlfühlens für sich erschaffen möchte. Und dass es dann für dich absolut okay ist, zu entscheiden, was sich für dich gut anfühlt, was du gerne haben möchtest, wie du gerne leben möchtest, was für Menschen du gerne um dich herum haben möchtest, was für Erfahrungen du in deinem Leben machen möchtest, mit Reisen, mit Events, mit Lebensstil, was auch immer. Du darfst es entscheiden, du darfst neu anfangen, du darfst jeden Moment neu anfangen.
Aber wenn du dich natürlich immer wieder im Außen oder in deiner Vergangenheit spiegelst und diese Entscheidung nicht einfach glasklar getroffen hast und dass nichts wichtiger für dich ist, als ein Leben zu kreieren, in dem du dich absolut wohlfühlst, in dem du dich absolut hundertprozentig okay angenommen fühlst und in dem du weißt, dass nichts zu dir gehört, was weniger ist als die höchste Begeisterung, die höchste Freiheit und die höchste Entscheidung für dich selber, hast du die Priorität nicht hochgesetzt. Deswegen dürfen wir ja alle so wunderbar leiden und deswegen ist es ja oft so ein Schlüsselchen für ein neues Leben, für eine neue Ausrichtung, für eine neue Denkweise, für eine neue Sichtweise für uns selber, wenn wir aus einer beschissenen Krankheit rauskommen. Und es kann nicht sein, dass du sagst, ich muss aus dieser Krankheit rauskommen, dann kann ich mich wohlfühlen. Du kannst dich nur aus dieser Krankheit herausbringen, indem du dich kompromisslos bereit bist, wohlzufühlen. Ohne Wenn und Aber und einfach sagen, ich lebe jetzt jeden Moment und fühle mich so gut wie möglich. Egal was da ist. Weil mein Gefühl in mir kann kreiert werden, bedingungslos, jeden Moment. Und da ist es halt so wichtig, dass dein Verstand, dein Denken, deine Denkmechanismen einfach sich darauf ausrichten, auf diese klare Entscheidung, diese klare Vision, Version von dir in deiner Zukunft. Und die braucht keine Erlaubnis. Es braucht nur diese Entscheidung und du kannst sagen, wer will ich sein? Wie will ich mich jetzt fühlen? Jeden Moment. Aber wenn du noch irgendetwas aus der Vergangenheit festhalten musst, dann schau, was das für Bedingungen sind. Warum du glaubst, es festhalten zu müssen. Weil es ist immer nur Angst, 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 Angst. Aber wenn du weißt, wer du wirklich bist, dann brauchst du auch keine Angst mehr zu haben. Und es geht auch nicht darum, irgendwie super mutig und kopflos dumme Dinge zu machen, sondern es geht darum, statt Angst ein Sicherheitsgefühl zu haben und zu wissen eben, wer du wirklich bist. Und wenn du das für dich klar hingekriegt hast, dann ist eben Angst kein Thema mehr. Und dann ist es auch nicht schwer, dich hinzugeben, weil du weißt, wem du dich hingibst, nämlich nur dir selber. Und dann ist es auch nicht mehr schwer zu vertrauen, weil dann weißt du, wem du vertraust. Dir selber. Wenn du dem Leben vertraust, dann vertraust du dir selber. Aber da kommt wieder ein neuer Mechanismus. Und zwar, ich kann mir nur vertrauen, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Aber du hast alles unter Kontrolle, wenn du weißt, wer du wirklich bist. Wenn du weißt, wie das Leben wirklich funktioniert, dann musst du nicht mehr kontrollieren und musst du nicht mehr manipulieren, sondern dann bist du in diesem Seinszustand, der absolut im Vertrauen lebt und der absolut weiß, wie das Leben funktioniert und der weiß, woher seine Informationen kommen, der weiß, was die nächste logische Sache ist zu tun. Und wenn du da angekommen bist, brauchst du dich nicht mehr zu kümmern um irgendeinen Schmerz oder eine körperliche Einschränkung. Ich weiß, es klingt jetzt alles so huhuhu, alles klar, wie mache ich es denn? Und das sind eben einzelne Schritte, die du für dich, in deinen Seinszustand einbauen darfst. Und wenn ich draußen immer wieder so sehe, es geht ja jetzt so drum und ich habe ja selber dieses Geldmagnet-Mastermind gemacht, wo wir wahnsinnig gute Ergebnisse hatten. Aber wir haben ganz schön wenig über Geld gesprochen, weil es nicht um Geld geht, weil es auch nicht darum geht, dass du ein super Business hast, dass du ein toller Businessmensch bist, dass du erfolgreich bist. Oder es geht auch genauso wenig darum, dass du gesund wirst oder was für sich, was du nicht alles erreichen willst. Weil wenn du weißt, wer du wirklich bist, wenn du weißt, wie du aus dir heraus kreierst und diesen Seinszustand erlangst, jeden Moment. Und dieser Seinszustand kann top sein, wenn du weinst, wenn du total
aufgelöst bist, wenn du dein Herz öffnest und verwirrt bist und nicht weißt, wo du hin sollst, das ist alles okay. Das hat nichts damit zu tun, dass du im Großen und Ganzen weißt, wer du wirklich bist. Und dass du aus diesem Wissen heraus, diese wahre Version deiner selbst, die sich einfach nur wohlfühlt, die sich frei fühlt, die begeistert ist vom Leben. Diese Version, die hat tausend mögliche Aspekte. Eben auch dieses Weinende, dieses höchst Begeisterte, vielleicht hat es auch mal den Aspekt der Angst. Aber letztendlich ist es nicht das, was du wirklich bist, sondern es ist ein Aspekt von dir. Der darf da sein, das ist total okay. Und wenn du da angekommen bist und wirklich weißt, wer du wirklich bist, dann haut dich auch nichts mehr so schnell um und dann wirst du auch nicht verletzt von anderen. Vielleicht nimmst du mal eine Verletzung an, weil es dir gerade gut tut und weil du der Raum bist für eine Verletzung. Aber du bist es nicht. Es ist nicht dein Seinszustand, es ist nicht deine Persönlichkeit, es ist nicht deine Identität, es ist nicht deine Vision von dir selbst in deiner Zukunft, sondern es ist ein Raum für eine Verletzung, für einen Schmerz, aber du bist es nicht. Und an diesem Punkt anzukommen und trotzdem mit beiden Beinen hier in dieser 3D-Welt zu stehen, aber eine klare Verbindung nach 5D zu haben, dort, wo alles kollabiert, Zeit, Raum, Objekte, das ist die Freiheit, die ich mir für jeden von euch wünsche und die ich mir so sehr wünsche, weil dann ist Leiden und Verletztsein und Verletzungen einfach nur etwas wie ein blaues Auto, das da draußen vorbeifährt. Du entscheidest, ob du mit diesem blauen Auto etwas zu tun haben willst, wenn ja, was und wie lange. Und das ist für mich Selbstbestimmtheit, das ist für mich Freiheit, das ist für mich Unabhängigkeit und das ist für mich das, was das Leben leicht macht. Und leicht wird es, wenn du nicht mehr beschwert bist von beschwerten Vorstellungen, beschwerten Energien, beschwerten Paradigmen. Wenn du dich davon befreit hast, dann wird es echt leicht. Und dann geht das Leiden weg in der Welt. Und dann gehen die Krankheiten weg. Und ja, das wünsche ich mir für dich. Wenn du mehr wissen möchtest, dann schau bei mir vorbei auf meiner Homepage. Sie heißt nämlich mywellfeeling.com. Weil wenn du dich nicht wohlfühlst, dann ist das Leben nicht lustig. Dann ist es einfach elend. Also entscheide, dass du dich wohlfühlen willst und mach dich auf den Weg. Und zwar mach alles, mach viel, mach die Tools, komm zu dir und hab keine andere als höchste Priorität, als dass du dich wohlfühlst. Überleg dir mal, wenn jeder dafür sorgen würde, dass es ihm gut geht, dass er sich wohlfühlt, müssten wir keinen mehr beschuldigen, dann müssten wir keinen mehr anklagen, verletzen, brauchen wir keine Verletztheit mehr spüren, weil wir sorgen dafür, dass ich mich wohlfühle, du sorgst dafür, dass du dich wohlfühlst, jeder da draußen sorgt dafür, dass er sich wohlfühlt. Es laufen plötzlich nur noch Menschen rum, die dafür gesorgt haben, dass sie sich wohlfühlen. Und jeder lässt den anderen vom Haken. Das ist meine große Vision. Das weiß ich, dass es möglich ist. Ich wusste es schon immer und jetzt habe ich die Möglichkeit, Leute darin zu unterstützen, ihnen die Hand zu geben, den Mut zu haben, die Dinge anders zu machen, wie man sie vorher gemacht hat, wie sie die meisten anders machen, weil nur dann, wenn die Dinge anders gemacht werden, haben wir andere Ergebnisse. Und um anders zu machen, müssen wir anders wissen, müssen wir andere Vorstellungen haben, müssen wir andere Überzeugungen haben. Und diese Überzeugungen, die dürfen ganz, ganz tief in uns reingehen und einfach sagen, ja, von diesem Wissen kann mich keiner abbringen. Und wenn XY deswegen nichts mehr mit mir zu tun haben will, dann weiß ich es trotzdem so genau, dass ich
die Wahrheit für mich weiß und aus dieser Wahrheit heraus ein absolut sich wohlfühlendes Leben für mich kreiere. Und alles, was sonst noch in dieser Schwingung ist, das ist mein Universum, das ist meine Kreation. Und das wünsche ich mir für alle Menschen. Und ich weiß, es kann jeder. Es kann jeder, egal wie krank und elend er ist. Nur, du musst da rauskommen. Da rauskommen aus dem Denken, dass du diese Persönlichkeit bist, die du immer dachtest, dass du sie bist. Und dann die Alternative dazu kreieren. Und das braucht absolutes Commitment. Das braucht absolute Priorität. Und du musst dir Zeit dafür nehmen. Ja, das war mein langes Adventstürchen vom 13.12. Und zwar habe ich um 13.13 Uhr angefangen. Es hat sich so ergeben. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Freitag, den 13. Für mich ist es ein wunderbares Omen. Für mich ist sowieso jeder Moment und jedes Zeichen, das ich irgendwie entdecke, ein Omen dafür, dass mein Leben in die richtige Richtung, in die gute Wohlfühlrichtung geht, weil ich es so entscheide. Ich entscheide, dass jede Schneeflocke, die ich sehe, ich entscheide, dass jede Nachricht, die ich bekomme, für mich eine gute Nachricht ist, weil ich es so haben will. Wie willst du es haben? Hast du dir Zeit genommen dafür? Nimm dir Zeit, es lohnt sich. Bye!